wollt ihr denn? Ihr seid doch nur ein Haufen abgepackter Arschlöcher. Wollt ihr wissen, wieso? Ihr habt doch nicht mal den Mut dazu, das zu tun, was ihr wollt. Ihr braucht doch Typen wie mich. Ihr braucht Typen wie mich, damit ihr mit eurem vollgeschissenen Finger auf mich zeigt und sagt, das ist der Bösewicht da. Was seid ihr denn dadurch? Gut, ihr seid nicht gut. Ihr wisst nur, wie ihr euch versteckt. Aber ich hab so ein Problem nicht. Denn ich sag immer die Wahrheit. Sogar wenn ich lüge. Macht Platz für den Bösewicht. Schau zwischen deine Beine. Du hältst dich für die Größte, doch in echt bist du klein. Oder der IQ von Erdpapier kann kleiner sein. Denkst du, wer sein Genius, doch ein Hirn besitzt du nicht. Hältst dich für eine große Leuchte und bist ein kleines Licht. Sagst du, seid ihr Pornos dafür 1000 Mark am Tag. Doch in echt kriegst du keinen hoch, dann hat's mir falsch wie Quark. Es gibt nichts, was du kannst ja überhaupt nichts. Es kommt jetzt an der heiße Luft, wenn du dir einen winkst. Drum mach erstmal die Augen zu, bevor du etwas platzt. Denn das, was du dann siehst, ist alles, was du kannst. Kontakt mit kann nix Geld, schießt einer kann nix Cocktail, beinahe kann nix Diskothek. Trinkst aus kann nix Gläsern und hörst kann nix Musik. Dann schickst du deine kann nix Körper auf eine kann nix Rocker. Im Prinzip kannst du echt nix, und das bringst du echt locker. Gehst in eine kann nix Schule und lernst auch kann nix Sprachen, damit deine Herren Länder über kann nix Typen lachen. Dann produzierst du Platten und die Kasse klingelt laut. Adida, dida, dumm, die dumm, kurz gesagt sehr laut. Denn es gibt nichts, was du kannst, du kannst echt überhaupt nix. Es kommt jetzt an nur heiße Luft, wenn du dir einen wickst. Du mach erstmal die Augen zu, bevor du etwas platzt. Denn das, was du dann siehst, ist alles, was du kannst. Yeah.
Radio an deinem Kanix-Mischpult. Wo dein Kanix-DJ seine Kanix-Bit zurückschlüpft. Mit Kanix-Schwachkopf, mit Kanix-Sexten wie bei Kanix-SXI-Next und deiner Kiste Kennemi. Bei so viel Kanix-Schwachsinn stellt sich die Kanix-Frage, ob ich noch weil ich selbst kann die Kanix-Welt ertrage. So nimm den einen Rat von mir und bleib demnächst zu Haus. Denn da du einfach gar nichts kannst, gib mir die Reime aus. Und ich kann es auf den Tod nicht ab, wenn ich keine Reime finde. Darum geh ich jetzt nach Hause und der Reim ist hier zu Ende. Seine Wichter fasst, ich meine zwei riesig große Füße. Wochen ziemlich 40, ich hab sie mal gemessen. Sie waren Größe 49,5. Und das ist ziemlich übel. Denn wenn die Füße schwitzen, sind die Schuhe auf dem Kübel. Weil wenn sie dann im Sommer ihre dicken Füße hebt, hab ich das Gefühl, dass die ganze Erde bebt. Deshalb geh ich ihr auch immer aus dem Weg. Das ist nicht nur eine Reaktion, das hat nicht nur einen Zweck, sondern auch einen Grund. Ich lebe nicht gefährlich, sondern viel lieber gesund. Mir wird schlecht, denn sie öffnet ihren Mund, dass ihre Magen entweichen. Die schlimmsten Gerüche, unter anderem riecht es nach guter deutscher Küche. Wie ihr wisst, ist die Liese ziemlich gut gebaut. Sie sagte mir, sie war mal dünn, doch hab ich ihr nicht geglaubt. Früher hatte sie nur die eine Devise: Fressen, 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 bis sie dick ist, die Liese. Zelt. Jetzt packt sie ihre Titten aus, Birne für Birne. Ihr bist ein Halter größer als ein Bremsfallschirme. Ich schau mal, das ist dichter als der Wald am Amazonas. Fast genauso groß, allerdings nicht so nass. Ich stöhn, fessel mich, das macht mich geil. Ich als in den Baum, auf 100 Meter Seil. Dazu noch ein paar Schuhe, denn ihr werdet noch sehen. Ihr Loch, das ist so groß, man kann darin spazieren gehen. Da ist doch was im Busch, Busch, schick einen Finger rein, rein, doch der ist viel zu klein, klein, ja darf denn sowas sein, sein versuche ich es mit zwei. Fängt's an zu schreien, los, fick mich, altes Schwein. Ich nehm sie beim Wort und fick sie von hinten, ihr ins Gesicht zu schauen, da muss ich mich überwinden. Sie bläst wie eine Göttin, die schwanzgeile Sau, denn mein Schwanz hat keine Augen, die Eier sind schon blau von der ganzen Fickerei, doch das ist mir einerlei, ein paar Stöße, 1, 2, 3, ich komme und ich schrei. Sie ist, wie sie ist, die Liese, das Biest, wie ein Schwein, wenn sie frisst und wie die Sintflut, wenn sie pisst. Wappeliges, krötenartiges Wesen.
Zimmer kennen ja schon und jetzt geht's los. Denn ich bin der Mann, ja, ja, ich bin der Mann, ha. Bin ja 20 Zorn, Mann, der Mann, ja, alles kann. Was? Fake Fucker, was du hörst, ist Hip-Hop, das Atem auf Vinyl. Aber deshalb komm ich nonstop, ich heiß dich Thomas D. Deshalb bin ich auch kein Rap, der Hip-Hop fantastisch, kein Hip-Hop, sondern Schnickschnack. Was soll alle Frauen an, so bist du lebensmüde, Mann, denn eine davon, das war meine. Und dafür brenn ich dir die Beine in der ersten Reihe, direkt vor der Bühne. Lausche sie den Sängen der spastischen Söhne. Dafür, mein Freund, das macht mir nichts aus, schlag ich dir irgendwann mal deine Zähne aus. Dann werd ich dich jagen und das nicht zu knapp, und schneid dir aus Rache deine Eier ab. Dumm, die dumm gedisst, wie schnell hast du dich verpisst, wenn die Zeit gekommen ist und kein Mensch dich vermisst. Han Solo und der Bensky, Han Solo und der Bensky, gegen ja bis die US und noch härter als der Lensky. Lord Vader, Schäder, Mixer, aus Marke ist ein Wichser. Ebenso, ebenso, SMODIO. NDY, glaub ich, dass ich dich verschone. Ich stehe am Mikrofon und ich will dir nicht nur drohen. Ich singe euch kein Lied, ich dazu mit einem Beat. Es ist besser, wenn ihr fliegt oder euch von Zink. Hit Pop ist meine Sache, deshalb schwör ich Rache. Bonnie M und Trio Reiser, rap, dass ich dich lache. Geht nicht auf unseren Wegen, denn wenn wir uns begegnen, werden wir euch erlegen, zerschütteln und zersägen. Ich sage euch ganz ehrlich, mein Kumpel ist gefährlich. Die Wahrheit kommt als Licht, SMODIO erzähl ich euch die Wahrheit über uns. Mein gefährliche Jungs, kein Spielen und kein Scherzen. Mit der Kraft des Dumm-Dumm gehen wir auf die Jagd. Bitte nicht, hast du gesagt, vor keinen interessiert das, denn du warst ja nicht gefragt. Ich bin kein alter Gaun, bin noch nicht dumm und faul. Und Leuten, die mich nerven, ihnen schlage ich aufs Maul. Doch ihr habt mich verkannt, ich schlag nicht mit der Hand. Wie ein Psychologe rede ich euch an die Wand. Papier und ein Stift, damit mixe ich das Gift, welches euch zu Fall bringt, euch wie ein Kopfschuss trifft. Lord Vader, der Hexer, komm im Fall Verätzer, Plattenzerkratzer und Schwachkopfzerfetzer. Er besitzt die Nadel, ich sagte es euch schon, lyrisch intramentale Musikinjektion. Von Reim zu Reim, von Fall zu Fall, warten auf den großen Knall, der Reim, der nimmt kein Ende, ich rappe bis ich lang. Han Solo, Han Solo, ich bin lyrisch kreativ, meine Reime sind nicht flach, sie gehen tief. Bis unter deine Haut, wir sind stabil gebaut. Ich bin kein Eisentreter, was ich meine, sag ich laut. Wie die Dackeln an der Palme, denn ich reine, bis ich palme, bin die Geschichtenerzähler. Schwachköpfe, Quäler, fahre mit den Reimen über Berge und durch Täler, voller Scheiß aus den Hirnen. Deutscher Wähler, ich bin Hyperrealist, der zum Reimen geboren ist, der keine Chance misst, euch einfach unterstützt. Ich reime, wo Gott immer ich geh oder steh, kreier bei jedem Wetter, auch bei Regen oder Schnee. Wartet nur und wartet nur, bis dass ich euch vernichte, mit Wörtern nur mit Sätzen geformt zum Gedicht. Seid nicht beeinflusst von Macht oder Geld. Ich bin der, der eure Gehirnzellen quält. Ich morde mit dem Mund und bin schärfer als ein Hund. Ich bin wie das Myom am Gebärmuttermund. Mich willst du nicht los, ich stelle jeden bloß. In meinen Textinhalten extrem erbarmungslos. Ich bin ein Exhibitionist, der sich nicht zu schade ist. Kein linker Autonomer und auch kein Faschist. Die Sache, die ist klar, so klar wie sie nie war. Heute wird er nicht geschenkt und zahle ich ihm bar. Cash in barer Münze, ich lutsche keine Schwänze. Prostituier mich, überschreite jene Grenze. Die Grenze der Moral, nicht experimental. Was andere davon halten, ist mir allemal egal. Denn das ist meine Sache, ich liebe, was ich mache. Den Mund mir verbieten, dass ich nicht lache. Han Solo kommt verbal, nicht instrumental. Brutal, asozial, die Reaktionen fatal. Bei den fantastischen Tier werde ich zum Tier. Deshalb bring ich zu Papier meine lyrische Rap. Ich bin ein Rap-Pionier. Ich mache mein Elixier, betritt zu mein Revier. Hab ich dich schon im Visier. Han Solo kommt umeinander, ich bring dich durcheinander. Fallen wir aufeinander, nehme ich dich auseinander. An mich kommt keiner ran, den Edding Grobian. 1986 fing ich mit der Fotze an von Sex und Fickerei. Handelt diese Plapperei, im Prinzip ne Schweinerei. Aber Hip-Hop 2 für 2, für Deppen und Erreichbar sind für unvergleichlich. Niemals kommerziell, trotzdem unausweichlich. Texte ohne Sondergleichen sind unser Markenzeichen. Abgefuckte Beats, die dieses unterstreichen. Unaufhörlich mein Redefluss, durch den mein Überschuss. Meine Reime ein verbaler Regenguss. Doch ich vermeide Überdruss, komm zu einem Abschluss. Beende meinen Redefluss und deshalb ist jetzt Schluss. Also Hinrichtung haben wir ja momentan nur 2 am Tag ungefähr. Ich hab heute nix zu tun, geh in den Club, Club, Club. Du stehst bei meiner Frau, machst du viel Guck, Guck, Guck. Da kommt meine Frau und die macht Guck, Guck, Guck. Jetzt liegst du auf dem Boden und machst Zuck, Zuck, Zuck. Dann bist du still, dann bist du still, still, still. Dann bist du still, dann bist du still, still, still. Dann bist du still, dann bist du still, still, still. Dann bist du still, dann bist du still, still, still. Ich will nicht geizig sein und schlag dir eine rein. Das ist nun einmal so und genau so soll es sein. Denn ich komm aus Bocht und bin gemein, mein, mein. Ja, besser wenn du gehst, ja, das wär fein, fein, fein. Sonst
still, still, still. Sonst bist du still, sonst bist du still, still, still. Sonst bist du still, sonst bist du still, still, still. Oh.
Felix weiter, doch mit diesem schlaffen Ding hat es ja echt beim besten Willen keinen Sinn. Ich finde es ganz besonders wichtig für die Entwicklung der Jugendlichen von heute, dass man zum Beispiel gemeinsam musiziert. Gerne, Loche, mein Sohn und ich tun das ja auch. Der flieht auf unsere Kosten in ferne Länder, die da was sich voll frisst, dann in der Sonne liegen. In der Sonne liegen auch in Deutschland der Renner. Wir sind dazu gezwungen, all die beiden 5 Millionen Penner, man könnte sie auch Obdachlose nennen, doch ändert das nichts, solange die einen Penner werden Raffzähne sich bereichern, finanzielle Potenziale auf Privatkonten speichern. Politiker versäumen vieles von der volles von ihr primäres Ziel ist, doch ich kann sie verschiedentlich wieder über Essen gehen. Kosten anderer ferne Länder sind, es ist kein Roman, sondern die Wirklichkeit. Tschüss, Regierung, es ist höchste Zeit. Ich bin meine Kollegen. Haben nie ein Staatsbildung bereichert, nie bereichert. Herr Kohlender Auskunft? Kein Kommentar. Herr Weigländer Auskunft? Kein Kommentar. Herr Schreiblender Auskunft? Kein Kommentar. Lass uns raus. Armer Honey, bist du krank, dass du nicht mehr morden kannst? Armer Honey, bist du krank, dass du nicht mehr morden kannst? Armer Honey, bist du krank, dass du nicht mehr morden kannst? Armer Honey, bist du krank, dass du nicht mehr morden kannst? Schießbefehl? 2, 3, 4, das kleine Verbrechen lohnt nicht mehr. Große Verbrecher, die müssen her. Der werden sonst bezahlen, die kann kosten für die Wahlen. Das Dienst und auf den Brand, ich hätte nicht auszumalen. Wer denkt dafür die Kosten, keiner Mann auf keinen Posten. Statt dem wir für den Ost, komm ich Panzer, lass die Rosten. AC, von uns wird was abgeht, das Braun nicht für eine Farbe mehr abschiebt. Wir zahlen wie blöd, wackern uns ab. Recht ist gesorgt, autonomes Pack. Koalition mit den Nazis, wollen uns sie alle doch. Keiner mag sich, hör endlich zu. Rutschen alles für Geld, du Politiker, alles korrupte Schweine. Weißt was ich meine, das A-Team macht Politiker an Beine. Ich und meine Kollegen haben nie ein Staatsbildung bereichert, nie bereichert. Herr Kohl eine Auskunft? Kein Kommentar. Herr Weigel eine Auskunft? Kein Kommentar. Herr Streibel eine Auskunft? Kein Kommentar. Lass uns raus. Schon damals das Schema macht keiner Säcke. Heute geht man sich anders, nimmt Ausländer
Drogenraum steckt so ein korruptes Politikerschwein in ein brennendes Asylüberheim, denn indirekt haben sie diese angesteckt. Das A-Team, sag dir, was du bist, rechter Wichser, mieser Faschist, autonomer Schwachkopf, linke Sau, Extremisten wie diese, ab in den Bau, der Dolch gehört ja hin und nicht nach Berlin, politische Angst, auf keine Chance zu fliehen, und sollten sie Schecks aus ihren Jacketts ziehen, foltert sie und richtet sie hin. Ehrlich sagen, was die Jungs vom A-Team hier von sich geben, das macht mich echt betroffen. Ich und meine Kollegen haben uns nie an Staatsgeldern bereichert. Hübsches Nest, nicht? Sieht aus wie ein großer Friedhof, ist es auch. Die Leute hier haben was gegen Fremde. Die Leute hier haben was gegen Fremde. Nicht nur das. Sie hassen Fremde. Hübsches Nest, nicht? Sieht aus wie ein großer Friedhof, ist es auch. Die Leute hier haben was gegen Fremde. Hübsches Nest, nicht? Sieht aus wie ein großer Friedhof, ist es auch. Die Leute hier haben was gegen Fremde. Hübsches Nest, nicht? Sieht aus wie ein großer Friedhof, ist es auch. Die Leute hier haben was gegen Fremde. Hübsches Nest, nicht? Sieht aus wie ein großer Friedhof, ist es auch. Die Leute hier haben was gegen Fremde. Nicht nur das. Sie hassen Fremde. In 10 Minuten wirst du schon in der Hölle schmoren. Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Zwischenmeldung. Nach 54 Stunden hat das Geiseldrama von Gladbeck auf der A3 kurz vor dem Siebengebirge ein blutiges Ende genommen. Als das Sondereinsatzkommando das Fluchtfahrzeug rammte und das Feuer eröffnete, wurde die Geisel Ines Beutler durch einen Streifschuss am Rücken verletzt. Für die andere Geisel, Silke Bischoff, kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch im Auto der Geiselnehmer. Unklar ist bis jetzt, wer die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Gladbeck kurz vor 8, der Startschuss ist gefallen. Rössler und Degowski, die zwei Geiseln erschießen wollen. In einem Audi fliehen die Laien, spielt Jalesti ziehen und schon wir die ersten Bilder live im Fernsehen sehen. Die Polizei verbockt hat, was man so verbocken kann. Doch dieses erste Start, jetzt fängt die Glanzparade an. Die Fahrt geht Richtung Norden, Richtung Bremen, wo man dann einen Bus der BVB für sich gewinnen kann. Und immer live dabei, die Medien, keine Polizei, keine Notwendigkeit. Und dabei scheint es einerlei, dass dank der Staatsgewalt und ihrer Serie von Blamagen die Gangs ja nunmehr 29 statt 2 Geiseln haben. Warum mich ausgerechnet dieser Fall interessiert? Weil dieses Land von potenziellen Mördern wird regiert. Falsche Entscheidungen, soweit das Auge sieht. Eine Geisel musste sterben, weil man falsche Schlüsse zieht. Wo war der Notarztwagen, als die Schüsse fielen? Kein Bedarf zu dieser Zeit, weil wir nur Räuber und Gendarm spielen. Rastorf Grundbergsee, Marion Löblich wird verhaftet, wodurch Degowski dann Degorgi nach dem Leben trachtet. Kopfschuss, nicht allein der Grund, weshalb er stirbt, als Folge der Verletzung er von nun an zu viel Blut verliert. Die Geisel stirbt vor Ort, die Medien sind schon da, doch weit und breit kein Notarztwagen, langsam wird mir klar, worum es sich hier dreht und wer im Mittelpunkt steht. Nicht ums Leben dieser Geiseln, es um Einschaltquoten geht. Doch weiter geht die Reise, man soll dann in Holland auch doch in Holde zahlt den Bus gegen einen BMW-Tausch. 2 Geiseln hält man weiter fest aus Gründen der Sicherheit. Silke B. und Ines in Köln ist es dann soweit. Man lädt ein zur Open-Air-Pressekonferenz. 1000 Gaffer, Touristen, Rentner, spielende Pens stehen dumm rum und um den Wagen drumherum. Hoffentlich macht keiner hier den Finger krumm. Doch keine Polizei zu sehen auf diesem Platz hier weit und breit. Man lässt den Medien und den Geiselgangstern Zeit, sich anzufreunden und sich auszutauschen. Bei einer Tasse Tee ein bisschen nett zu plauschen. Als Krönung Udo Röbel, dann Chefredakteur Express, sich von den Geiselnehmern durch die Gegend fahren lässt. Was denkt er sich dabei? Das würde ich ihn gern mal fragen und ihm meine ganz persönliche Meinung dazu sagen. Und dann kommt noch hinzu, das darf man nicht vergessen, Erfolge werden lediglich in Auflagen gemessen. Okay.
Bullen, na wenn schon. Hey, Lee, du weißt noch nicht alles über mich. Ich hasse die verfluchten Scheißbullen. Es ist der 19. August und 50 Stunden ist es her. Der BMW auf der A3 wird verfolgt von einem Meer hirnloser Deppen. Die Zeit wird langsam knapp. Das SEK ist offenbar übergeschnappt. 13.44 Uhr an einem Donnerstag. Ein Heer von Idioten schaufelt Silkes Grab. Der Bundesgrenzschutz sagt, das SEK will fertig werden. Die Sonne scheint. Ein schöner Tag zum Sterben. Kurz vor Egidienberg geht man dann in die Vollen, gerammt von Schernchenjägern, die sich profilieren wollen. Überlegenheit an diesem Fall will man nun demonstrieren. Fast 40 Einschusslöcher, die das Flugfahrzeug verzieren. Die zweite Geisel stirbt, die Leser sind verwirrt. Doch wer der Täter war, wird niemals aufgeklärt. 1988 ist verdammt lang her. Doch was wäre gesetzt, den Fall, dass Silke deine Schwester wäre? Es wird vertuscht, gefuscht. Lügen werden aufgetischt, denn Wahrheit, wenn sie stört, kommt niemals ans Licht. Das System hat schon längst alle Quellen abgecheckt und undichte Stellen mit Kohle abgedeckt. Solange es mir gut geht, soll ich mich doch nicht beklagen. Doch die ganze Art und Weise sorgt bei mir für Unbehagen. Diese Quotenhascherei, ich kann's nicht mehr ertragen. Mein Kopf erscheint zu platzen, all die offenen Fragen. Was ist, wenn dieser Staat Informationen manipuliert und aufgrund der falschen Infos falsche Bilder projiziert? Wie sieht's aus, wenn deine Wahrheit nicht die Wahrheit ist? Das SEK ganz aus Versehen eine Geisel erschießt und niemand die erfährt, weil's keiner publiziert. Der Steuerzahler zahlt dafür, dass er beschissen wird. Bezahlte Politiker, bestochene Ballistiker, komm her und nimm mein Bad im Lügenmeer. Spieren Journalisten, schüren mal den Hass. Wenn hier einer schießt, dann bin ich das. Saft auf meinem Arm. Zack, Arsch! Zack, Arsch! Zack, Fotze! Zack, Fotze!
meinem Schweiß. Ich spitze sie bis mir ins Gesicht. Doch sie triggert noch, denn sie traut sich nicht. Und damit eine Mahn aus ihrer Mütze kahl. Ein Finger dicker Strahl, Urin, die erste Wahl. Wir in die Mutter qualen und rammen meinen Pfahl. Ihr in das Video Sügeltal und denke, oh lala. Was haben wir denn da? Ein Aschenbund und Fein. Und schick einfach rein. Alle meine Fehler, dann noch fängt an zu schreien. Los, fick mich, altes Schwein. Lass uns ficken wie die Hunde. Und ich jeder Nacht mit meinem Munde nur die Eier massieren werde wie keine andere auf dieser Erde. Wir ficken auf den Boden und wir ficken auf den Berg. Wir ficken mal zu zweit und wir ficken mal zu dritt. Berlin muss im Liegen und Berlin muss im Stehen. An ihm zu voll den Spielern, deine Eier will ich sehen. Was kannst du haben, du geile Sau? Hat euch das gefallen?
und mach ihn kalt. Die miesen Lügner von fetter Gestalt behandelt sein Volk, als stündes im Wald. Wahlversprechen unter Vorbehalt. Hört die verbale Faust ist Gewalt. Hört die Kritik an der Staatsgewalt. Denn wer unterstützt seinen Aufenthalt und wert hat ein viel zu hohes Gehalt. Zur Klassengesellschaft zielt der Verräter. Ein Aufgeblähter ist der Übeltäter. Rassismus als Barometer für Volksempfinden. Doch wo sind die Täter? Nicht nur Skelett oder Polizist. Die Köpfe sind dort, wo die Kohle ist. Finanzpolitik, die die Menschen vergisst. Und ein Optimist wird zum Terrorist. Optimist wird zum Terrorist. Denn ich kenne im Untergrund so viel ein Partisan. Und ein Optimist wird zum Terrorist. Politik, so heißt der Krieg, die Bevölkerung als Geldfabrik erwischt. Und ein Missgeschick beim Ausbeuten unserer Republik. Ein Appell an ein Intellekt, glaub kein Wort aus dem Wahlprospekt. Soziale Strukturen mit Defekt, des einen Wasser des anderen Sekt. Getreten wird nur der kleine Mann und jeder, der sich nicht wehren kann. Totale Kontrolle, so lautet der Plan. Ein Politiker ist kein Ehrenmann. Weiße Westen werden befleckt. Henker, die Bänder vollstreckt. Hast du nun denn wieder mal aneckt? Unser Druck im Affekt, ein fettes Insekt. Politiker, hör den Protest. Die meisten von euch wünsche ich die Best. Doch den politischen Inzest. Und ein Optimist wird zum Terrorist. Denn ich kämpfe im Untergrund so wie ein Partisan. Und ein Optimist wird zum Terrorist. Ich setze mich zu Wehr gegen die geistige Kolonialisierung. Mit diesem Progress läuft der kurze Prozess. Ich setze mich zu Wehr gegen die geistige Kolonialisierung. Mit diesem Progress läuft der kurze Prozess. Eminenz der Dekadenz, Vorsitzender unseres Parlaments. Menschen am Rande der Existenz, Hure, Volk, Politiker, Stepp. Politiker, du Hurensohn, Erfinder der Korruption. Wir erwarten deine Exekution und die Obduktion der gesamten Fraktion. Geld, eure Kalkulation, Macht, der Name eurer Ambition. Zusammenschluss mit der Opposition, einen Gruß an die Ampelkoalition. Ein Polizist wird zum Faschist, ein Bundesbürger zum Anarchist, ein Christ wird zum Atheist und ein Optimist wird zum Terrorist. Optimist wird zum Terrorist. Ein Optimist wird zum Terrorist. Rettet das Vinyl, oh, rettet das Vinyl, oh, rettet das Vinyl.
an deinen Hohlkopf. Diese weiche Scheiße, ich kann sie nicht mehr hören. Die Säue in den Schachtung, wo sie hingehören. Und auch die Reimbanditen täte ich gern mal umnieten. Der Bödelreim aus Hartschein tue ich mir nahe. Also hohl kann ja wohl nur Jesus oder Moses sein. Ich glaube fast, ich hab den Anschluss verpasst. Und die Frau, die sexuell und mental zu mir passt. Für Kohle tust du alles, verkaufst du deinen Wagen. Deine Frau und deine Kinder noch fragen. Sowas hätte ich nie tun, jetzt muss ich erstmal ausruhen. Und sogleich die nächste Schlacht und ein cooler Sauhaufen Ideale verkaufen. Also setz sie doch im Bord aus und lass sie laufen. Wer rastet, der rostet, die Posse ist bewaffnet auf der großen Schweinerei, denn die Jagd ist eröffnet. Oh, Fanta schmeckt scheiße, zeigt, dass ihr kapiert. Doch Verrat in der Tat, wenn man Fanta kopiert. Kommt doch nach Bord, denn hier ist es zu brauch. Wichser wie euch hängen wieder an ihren Tapes. Aber ich hab die Schnauze voll von Wichsern, die noch scheiße sabbern. Von mir aus könnt ihr gar mal bei dem Stiefel klappern. Denn einem dummen Schwein tritt ich gar die Fresse ein. Da kannst du nicht mehr gehen, auf keinem Auge mehr sehen. Und ein gebrochener Arm ist nicht ganz vorne, nicht mehr fliehen. Denn ihr sagt weder Hip noch Hop. Bestenfalls Pop, wenn Pop in die Pop, lass sie zu den Kopf. Sonst sag ich Trupp, Trupp, oh. Vielleicht bin ich nicht gelitten, eher verhasst. Doch ich sage, wer was sowieso mehr was nicht passt. Sein oder nicht sein, innovativ. Eines, das ist klar, Bass und Reime gehen tief. Bis unter Gürtels Rand, nicht neu, doch brisant. Ja, mich gleich erkannt, na, das ist ja allerhand. Ich fühl mich trotzdem verarscht und ich hab das Gefühl, es ist Zeit für ein lautes. Ach, scheiß doch was drauf. Auf die Fresse, fertig, los! 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 Im Stadtverkehr kein Parkplatz, alles klar. Dann park ich halt den Parkverbot, wie das schon immer war. Ich steige aus, mach zu die Tür, da steht doch diese Frau vor mir im oberen blauen Asi-Trenchcoat, in der Hand ein Block Papier. Sie labert mir die Ohren zu, ob ich das gut fände, hier zu stehen. Es sei jetzt auf dem Bürgersteig kein Platz mehr zum Vorübergehen. Ich sage, weißt du was, du Kuh, du machst jetzt mal den Bagger zu, denn sonst bekommst du eine rein. Sie sagt nur, das wird teuer sein, ich rate Ihnen, jetzt ist noch Zeit, weg mit dem Ding vom Bürgersteig. Denn sonst ruf ich nen Abschleppwagen, wofür sie dann die Kosten tragen. Ewig Stress mit diesen Weibern, unsere Protokolle schreiben zu Beteste geboren. Weiß jedes Kind, was zum Anschaffen sie noch zu hässlich sind. Konntest keine Arbeit finden, muss als Politessin. Hängt dran, das Ticket ist mir egal, sie nicht zu schlagen ist eine Qual. Drum geh ich jetzt, wenn sie verstehen, ich will nicht hinter Gitter gehen. Du kannst ja ruhig ganzen Tag rumstehen, bloß mich erst mal von hinten sehen. Bleiben Sie stehen, junger Mann, sonst fordere ich Verstärkung an. Ob sie dann noch lachen, das sehen wir dann, den Wagen weg, sonst sind sie dran. Okay, okay, ich gebe nach, steig ins Auto, greif ins Handschuhfach, kuppelt Fenster runter, hol aus und blast der Funz die Lichter aus. Jetzt liegt sie da rum, die Politesse, dumm, und keiner der Passanten kümmert sich drum. Warum?